Da seid ihr wieder. Passend zur Holunderpassage. Wir können, also im letzten Part haben wir Ludwig besiegt und der blaue Farbstern hat das Meer wieder eingefärbt. Nun, jetzt können wir abfahren, so wie es aussieht. Und jetzt ist das Meer wieder Wasser und nicht weißes etwas. Na, was tut ihr? Es ist Mario. Danke, dass du dem Meer die Farbe wiedergegeben hast, Mario. Dank dir ist der Captain wohlbehalten zurückgekehrt. Captain, Mario ist hier. Ne. Lol. Hi. Ah, du bist also dieser Mario. Jener Mario, der dieses Schiff, diese Toads und mich gerettet hat. Ich danke dir, meine Herren, als Captain. Ich wünschte, ich könnte dir mehr anbieten. Danke. Kein Problem, Captain. Jetzt, da das Meer seine Farbe wieder hat, kann das Schiff endlich in See stechen. Wollen Sie das Steuer übernehmen? Der Captain, wir und wir Seeleute werden auf diesem Schiff über das tiefe blaue Meer segeln. Wir suchen eine Insel, die sich im Holunderatoll befinden soll. Die Schatzinsel, ein mystischer Ort voller legendärer Reichtümer. Schatzinsel, ja? Im Holunderatoll gibt es noch viele unerforschte Ecken. Vielleicht finden wir dort sogar Farbsterne. Ich muss weit warnen, das wird keine Kreuzfahrt. Denn um zum Holunderatoll zu gelangen, muss man die Hirse durchqueren. Wie man das anstellt, willst du wissen, das müssen wir dort ausfinden. Es heißt, über den der Hirse vom rechten Weg abkommt, dass der Nebel einen den Verstand raubt. Niemand kehrte je von dort zurück. Das klingt lustig, aber dort muss es einfach Farbstände geben. Mario, bevor wir losfahren, müssen wir herausfinden, wie man die Erde überquert. Sehen wir uns um. Das wäre sehr hilfreich. Lasst es mich wissen, wenn ihr etwas gefunden habt. Da hinten konnte man ja was ausschneiden, ne? Das ging vorher noch gar nicht, doch jetzt geht's. So, ich werde nicht so viele Ausschnitte zeigen. Nur ein paar. Gut, man hat ja... Was? Kann hier was einsetzen? Okay, da wird wahrscheinlich was eingesetzt. Wir gucken uns gleich nochmal um. Kann man da überhaupt runtergehen? Ja, wir gehen da jetzt erstmal runter. Betreten, Junge. Eine Batterie. Ist das ein Dings? Ja. Wollte schon sagen, warum ist da so eine Batterie? Batteriekarte. Batteriekarte erhalten. Enthält genug Energie, um damit kleinere Haushaltsgeräte zu betreiben. Alles klar. Was ist hier? Ansehen. Logbucheintrag Tag 4. Tag 4. Münzen haben uns den Weg gezeigt, aber erst mussten wir mindestens 25 von ihnen sammeln. Was ist denn jetzt los? Da hat sich doch wer auf dem Papier Notizen gemacht. Vielleicht hilft uns das auf dem Weg durch die Irrsee. Zeigen wir es dem Captain. Okay. Da hängt noch was. Noch eine Seite. Logbucheintrag Tag 1. Tag 1. Kurswechsel hinter dem lachenden Pilz. Wer zuletzt lacht. Da oben ist noch eine Seite. Logbucheintrag Tag 3. Tag 3. Habe den Pilz erzürnt und vor Schreck auch noch das Steuerrad verrissen. Da ist ein Kompass. Wie geil.
Logbucheintrag Tag 5. Tag 5. Was für ein Nebel. Wir müssen der Richtung vertrauen, in die die Nadel zeigt. Wahrscheinlich wird dafür der Kompass benötigt. Ich will ihn haben. Das ist mein Kompass. So. Kompasskarte halten. Führt angeblich verirrte Reisende zurück auf den rechten Weg. Ja, also das wird wahrscheinlich dann benötigt. So, jetzt lasst uns das hier mal einfärben. So, und das ist wahrscheinlich auch noch Tag 2 drin, oder? Weil das haben wir noch nicht. Und ein Rettertod. Blauer Rettertod Nummer 1 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rai-Bubba-Bibu-Port bei unserem Anführer im Terrakotta-Tempel. Gut. Logbucheintrag Tag 2. Tag 2. Heute gut gelaunt. 70 Punkte zu erreichen hat wesentlich zu meiner guten Laune beigetragen. Also da gibt es schon ein paar Reime. Gut, jetzt zeigen wir es mal dem Captino. Kapitän, Captain, was auch immer. Hey du, wir haben die 5 Seiten. Was ist das? Hast du das Ding, was Interessantes gefunden? Tag 1. Oh, wo hast du das denn gefunden? Danach habe ich schon so lange gesucht. Eine Seite aus dem Logbuch des legendären Kapitäns und die war die ganze Zeit hier auf dem Schiff. Ja, war gar nicht so schwer zu finden. Vielleicht musst du mal zum Augenarzt. Wer ist denn dieser legendäre Kapitän? Klingt ja beeindruckend. Der legendäre Kapitän ist der tollste Kapitän, den es jemals gab. Jeder Seefahrer blickt zu ihm auf. Er ist der Einzige, der es je zur Schatzinsel geschafft hat. Aber nachdem er die Schatzinsel betreten hatte, hat niemand mehr von ihm gehört. Nur das Schiff hier, sein Schiff kam zurückgetrieben. Auf dem Schiff befand sich das Logbuch des Kapitäns. Allerdings fehlten 5 Seiten von Tag 1 bis Tag 5. Und natürlich sind das die Seiten, die den Weg über die Irrsee beschreiben. Und dieses Stück Papier enthält also einen Eintrag über die Reise des legendären Kapitäns? Ja, sehr genau. Wenn du alle 5 fehlenden Seiten auftreiben kannst, finden wir sicher einen Weg über die Irrsee. Sobald du weitere Seiten findest, zeig sie mir. Ja, ich habe sie schon alle gefunden. Yay, wow, 2. Cool, noch die 3. Die 4. Boah, krass. Was hast du dir alles schon gefunden? Boah, 5. Einmal frei. Bleib klabarabad, jetzt haben wir alle 5 Seiten zusammen. Das heißt, wir können die Irrsee jetzt überqueren, richtig? Tja, schon, theoretisch. So genau wie als der legendäre Kapitän werde nun auch ich zur Schatzinsel aufbrechen. Anker lichten und die Leine los. Ruhm und Farbstern erwarten uns. Selbst wenn wir dabei untergehen. Genau, das ist die richtige Einstellung. So in etwa suchen wir nach der Schatzinsel und weiteren Farbsternen. Ja, wir sind losfahren. Bereit, den See zu stechen. Oh ja. Ankerlichten. Wobei. Ne, das war ein Fehler, weil. Da hinten gab es ja eine Stelle zum Ausschneiden. Also die Hirse setzen. Nichts tut sich. Beim Kabadaban, die Segel sind gesetzt, aber es herrscht Flaute. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf einen günstigen Wind zu warten. Oh, wait, auf Wind.
Ja, jetzt muss hier der, habe ich ihn überhaupt? Ich muss gucken, ob ich ihn überhaupt hab. Ja, dort den habe ich noch. Den Ventilator. Damit können wir doch jetzt sicher in See stechen. Yay, und es klappt. Wir fahren los. Yay. Damit ihr mal mehr hört. Wie die da chillen, Mario und Fabian. Schon mit dem Stuhl. Beim Pool chillen, ne, und so weiter. Muss ausschalten, Junge. Lol. Was? Gleich kommt doch. Gleich kommt doch die beste Stelle. Captain, wir haben ein Problem. Wir haben unter Deck einen Leck und laufen voll Wasser. Verlass das Schiff. Immer mit der Ruhe, Seemann. Wasserschiff und Leck verstopfen und zwar schnell. Ei, ei, Captain. Eimer, hat jemand einen Eimer? Ja, Fabian. Könntet ihr unter Deck einmal nachsehen und dafür sorgen, dass wir nicht untergehen? Ja. Den Großteil des Wassers konnte ich hinausschöpfen, also ist alles wieder soweit in Ordnung. Allerdings ist mit dem Wasser eine Karte hier reingetrieben und verhofft kommt oft. Alles klar, ey. Schau doch mal wieder vorbei, vielleicht finde ich noch mehr. Aber jetzt sag dem Captain erstmal, dass ich wieder in Butter, dass alles wieder in Butter ist und ich mir eine Gehaltserhöhung verdient habe. Das kannst du ihm selbst sagen. Ich bin nicht dein Ansager hier. Ich nehme hier noch meinen Stuhl, bam bam. Brauchen die gar nicht. Ich kann an diesem Gesicht schon erkennen, dass die Krise überwunden ist und jemand, der eine Gehaltserhöhung will. Dieses Schiff gehörte einst dem legendären Kapitän und nur manchmal zeigt es sein Alter. Also segeln wir einfach weiter. Wir erreichen bald die Erde, da müssen wir auf der Hut sein. Jetzt beginnt, glaube ich, die Hörse. Also mich. Wir haben es geschafft. Die Hörse liegt vor uns. Es wird Zeit, dir das Schiff zu erklären. Wir fangen mit den Kanonen an. Ein Treffer reicht aus, um Felsen zu zerschmettern. Stell dich neben meine Kanone und zieh, um sie anzufeuern. Probier es einfach mal aus. Du kannst die Kanone auf der anderen Seite einsetzen. Teste das halt doch mal. Ich schieß meinen Zuschauer. Bam! 30 Abonnenten tot. Oh nein! Wenn du die Richtung wechseln oder zum Hafen zurückkehren willst, sprich mit dem Steuermann.
Sprechen wir den Steuermann, um zur Ölsee zu segeln. Na, warte mal, also jetzt kommt, glaube ich, die Ölsee. Jetzt müssen wir mal gucken. Items. Da. Logbuch Eintrag Tag 1. Tag 1. Kurswechsel hinter dem lachenden Pilz. Wer zuletzt lacht? Okay, Kurswechsel hinter dem lachenden Pilz. Der kann jetzt entweder rechts oder links sein. Heißt das auch, wenn der rechts ist, muss ich nach rechts abbiegen und wenn der links ist, muss ich links abbiegen oder was? Ja, ich glaube doch, so wird es sein. Ja, doch, wenn wir das so machen, wenn der rechts ist, dann rechts und wenn links, dann links. Jetzt geht er hoch. Los, dort, das Abenteuer beginnt. Okay. Jetzt kann ich auch ziehen. Jetzt kann ich die auch gleich abfeuern. Die ist traurig. Ich muss wahrscheinlich mal abschießen, denn der ist traurig. Wir müssen ihn wahrscheinlich mal abschießen. Moment, der lacht. Okay, der lacht. Ich werde jetzt einfach mal links steuern. Wir sind jetzt hinter ihm. Und links. Hart, Backbord! Ich bin jetzt gespannt, war das richtig oder falsch? Ja, okay, war richtig. Jetzt kommen, glaube ich, die 70 Punkte, oder? Ja, doch, so wird es sein. Weil da sind so Punkteschilder. Hier waren wir noch nicht. Was ragt da für ein rundes Ding aus dem Wasser? Ja, und so, jetzt kommt Tag 2. So, was stand da drinne? Logbuch-Eintrag Tag 2. Heute gut gelaunt 70 Punkte zu erreichen, hat wesentlich zu meiner guten Laune beigetragen. Ja, okay, also dann müssen wir jetzt hier 70 Punkte sammeln. Wie lauten die Befehle? Ich komme voraus natürlich. Und jetzt schnell zur Kanone, denn ich will auch schließlich die Punkte damit nehmen. Jetzt schnell, schieb. Boah, nicht getroffen. Schief. Ja, da hast du getroffen. Das ist ein Cheat-Typ. Jawohl. Ja, die kriege ich nicht mehr. Na, schade. Es scheint hier was. Ein Blooper! Yo! Kommt die auch noch? Jawohl. Ich dachte mir schon, dass da was groß erscheint, weil da so ein riesen Loch war. Nice, jetzt können wir es eigentlich nicht mehr verkacken, oder? Nein, der Chief war links, verdammt! Ach, schade, leider vorbei. Aber die habe ich noch getroffen. Gut, wie steht es? Habe ich es geschafft oder nicht? Ja. Okay. Na, 80 Punkte erzielt. 10 Punkte mehr, holy moly. Gut, und da machen sich jetzt die Wege frei. Ich dachte, wir müssen jetzt links abbiegen, aber nein, wir müssen geradeaus weiter, denn da haben sich die Berge verschoben und wir können weiter.
So, hat auch gestimmt. Und jetzt haben wir Logbuch-Eintrag Tag 3. Und jetzt sind wir wieder bei diesen Pilzen. Was wird jetzt verlangt? Noch mehr putzige Todinselchen. Sieht aus wie da, wo wir angefangen haben. Aber irgendwie anders. Ja, so jetzt. Tag 3. Habe den Pilz erzürnt und vor Schreck auch noch das Steuerrad verrissen. Also heißt das, der Pilz war zornig und hat dann vor Schreck das Steuerrad nach rechts zerrissen irgendwie. Ja, doch, so wird es sein. Also dann muss man nach rechts lenken. 100 pro nach rechts. Wieder unten die Befehle! Einfach voraus natürlich. Wir wollen ja schließlich zum 100 gelangen. Gut, wir müssen jetzt gleich schießen. Bam. Der ist traurig. Verdammt, das war zu früh. Nein, er hat noch gereicht. Nein! Das willst du mir nicht erzählen. Das sind mir bloß keine Chance. Ich bin jetzt auch zu dumm für alles, ne? Ich verziele jetzt immer die Rechten, ne? Ich hab verkackt. Hab schon verkackt, keine Frage. Keine Frage. Ich hab schon verkackt. Ja, ich hab verkackt, weil da kommen keine Pilze mehr. Scheiße, da habe ich mich bei dem einen verzielt, der richtig war, ne? Ey. Jetzt kommt noch der dicke Nebel, verdammt. Was ist das für ein Nebel? Ja, war falsch. Merkst du denn hier? Alles klar. Da greift gleich ein Cheep-Cheep aus dem Wasser. Also kriegst du Schnauze. Gut, jetzt sind wir wieder am Anfang. Machen wir nicht schon. Das ist also das schreckliche Geheimnis der Hirsee. Lasst euch nicht entmutigen. Wir sitzen zwar hoffnungslos in der Klemme und werden wahrscheinlich untergehen, aber ich brauche dringend einen Ratgeber über motivierende Ansprachen. Wie verärgert man einen Pilz, denkst du? Sie sind allergisch auf Kanonenkugeln. Ja, also normal, volle Kraft raus, bitte. Gut, jetzt muss ich mich aber am Riemen reißen. Und ich steige mal auf. Gut. Bei den dritten und den vierten habe ich verkackt. Jetzt muss ich aber mich am Riemen reißen. Gut, jetzt bitte treffen. Bitte treffen. Nein.
der war es nicht. Okay, der ist verärgert. Rechts. Fahr rechts, Junge, schnell. Okay, ist das jetzt richtig? Ich hoffe doch. Nice. Was kommt denn jetzt? Läuft. Ein weiteres unerforschtes Gebiet. Ist das eine Münze? Ich will sie haben. Ja, doch, jetzt müssen wir Tag 4. Münzen haben uns den Weg gezeigt, aber erst mussten wir mindestens 25 von ihnen sammeln. Okay. Okay, ich muss jetzt hier ziehen und schauen, dass ich die treffe. Nein, zu spät. Komm schon. Die Karten sind mir egal, ich will nur die Münzen. Nein, zu früh. Oh, triff den Powerblock, bitte. Triff den Powerblock. Jawohl. Nice. Habe ihn getroffen und jawohl, noch eine Münze. Nein! Meine Kugel ist drüber geflogen. Willst du mich verarschen? Ja, komm, laber. Laber doch nicht. Na, ich bin jetzt immer zu spät, ne? So, jetzt mich los. Ja. Nein, zu früh! Komm, bitte triff den Powerblock, bitte. Nein, zu spät, verdammt. Okay, bei mir haben noch ein paar eingassiert. Das hat sie mit gesammelt. Ja, komm, laber. Mann. Weil ich... Boah. Ey, wieder zu großzügig war der. Jetzt muss ich mal treffen, ey. Meine Fresse. Nö, nö. Ich wollte schon sagen, wenn jetzt nicht du ausreicht, ne, dann war das Betrug. Okay, zweiter Versuch. Jetzt muss es aber klappen. Schon wieder. Wir lassen uns trotz Fährens nicht beirren. Vorwärts. Berücksichtige die Geschwindigkeit der Kanonenkugel beim Schießen. Du schaffst das. Ja, ist mir schon klar. Gut, nochmal. Muss so einen Meter davor ziehen. So, jetzt ungefähr. Ja, dann schafft man es auch. Wenn wir jetzt den Pop-up treffen, ist wichtig. Wichtig! Nein, zu weit rechts. Verdammt. Schön. Ja. Komm, jetzt bitte nicht verkacken. Oh Mann, das ist so ein geiler Run ist das. Das muss es jetzt sein. Nein, es war jetzt zu früh, verdammt.
Okay, bitte noch den Powerblock, den Powerblock. Den Powerblock. Ja, komm, das ist gut, das ist gut. Ja, genau. Du hast 60 Münzen gesammelt. Boah. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann rechts. Ich mach schon mal mich nach hinten bereit. Cool. Yes. Jetzt nach rechts. Rechts, bitte. Nein, die Münzen gehen nach rechts. Ich will noch welche haben. Nein, ich hab sie verloren. Menno. So. Ah, und jetzt kommt es mit dem Nebel, ja. Neo, 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 neo. Was ist für ein dicker Dämel? Wir müssen dem Monunator ganz nah sein. Oder ist Tur ganz da? Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Eine falsche Bewegung könnte uns hier teuer zustehen. Kommen, wo soll wir hin? Vielleicht da an der Wand. Vielleicht da an der Wand. Ja, wusste ich doch. Wusste ich doch. Bang. Ja, jetzt kann man doch wohl was ausschneiden, oder? Ey, steht doch bei. So geht das auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal unten nachgucken, was der macht. Ah, das Leck wieder zu machen. Mario, ich habe endlich das Slick gestopft. Jetzt wird alles wieder gut. Als ich nach etwas Passendem zum Stopfen gesucht habe, habe ich diese Fahne hier entdeckt. Die muss irgendwo ans Schiff gehören. Vielleicht hat sie ja der legendäre Kapitän verwendet. Ich werde sie einmal hissen. Sieht etwas abgenutzt aus, aber wenn der legendäre Kapitän sie verwenden hat, muss sie ja für etwas gut sein. Ja, und jetzt kann man, glaube ich, auch ausschneiden, ne? Genau. Jetzt können wir es ausschneiden. Warte, so, jetzt stehen wir im perfekten Winkel. Und zack. Hier wird, glaube ich, jetzt der Kompass verwendet, der genauso jetzt. Ja. Kompass, zeig uns den Weg. Wie bei Schnappkuchen. Da lang. Ha, der Kompass ist der beste Freund eines Seemanns. Gleich der Papageien. Das ist doch... ein Farbstern. Ein kleiner Farbstern. Jo. Ich hab, wir haben die Insel durchquert. Wieder einen Schritt auf dem Weg zur Legende. Nächster Halt, die Schatzinsel. Schnappt ihr den Farbstern, damit wir weiter können. Jo. Und wir haben den Farbstern. Und da kam wieder ein Schneeschnack-Schnuckzeichen. Haben wir jetzt eine neue Arena wieder freigespielt? Ich glaube schon. Okay, wir führen zur nächsten Insel. Wo ist dann. Ist da ein Strudel? Ja, die nächste Schneeschnack-Schnuck-Arena. Und da an dem Peach mir natürlich tatsächlich außerhalb eines Levels ist. 98%, wo fehlt uns da denn noch was? Wo fehlt uns da denn noch was? Ich gehe nochmal zurückgucken und schau, was da noch fehlt.
Sind sie wieder zurück. Oh lol! Willst du mich verarschen? Ja, jetzt haben wir die 100%. Boah, Junge, ist das fies! Gut, dann beende ich jetzt diesen Part und wir werden im nächsten Part direkt mit der nächsten Welt davon weitermachen, also mit dem nächsten Level davon. Bis dann und haut rein, lasst ein Like und ein Abo da und eine Glocke. Ciao.